Willkommen hier zu einer neuen Folge von Maps for Ruffy. Und zwar spielen wir heute die Map vom der Videomacher. Und zwar der Map-Name ist Map oder besser gesagt der Albtraum. Und ich soll die in Minecraft 1.6 spielen, hat es geheißen. Dann spielen wir die doch in 1.6. Ich habe jetzt zwar kein Optifine oder irgendwas, aber ist doch auch egal. Gut. Dann. Ist hier irgendwas Besonderes? Ich weiß nicht. Sieht nach World Edit aus. Aber gut. Okay. Okay. Du wirst nie aus diesem Albtraum aufwachen. Nie. Ja. Yeah. Ach, das ist der Feichter. Ach, der hat wieder eine... Ach, so. Hallo, liebe Adventure-Map-Spieler. Story, du bist in einem Albtraum gefangen und kannst nicht aufwachen. Erfülle alle Aufgaben und dann bist du frei. Regeln, zerstöre keine Blöcke. Spiele auf Peaceful. Bei ein paar anderen Aufgaben musst du auf Hard spielen, aber daran wirst du noch erinnert. Spiele fair, habe Spaß. Map-Besteller Feichter, wenn ihr Fehler seht, dann meldet euch. Hinweis, gib als erstes ein Game-Rule, keep Inventory true, damit du deine Items nicht verlierst. Bei allen Stages gibst du ein /Spawnpoint. Diamanten sind dein Scores. Die Scores und der Netherstern außerhalb des Albtraums dienen dir als Geld. Also, wenn du es geschafft hast, bist du reich. Okay. /Game Rule Keep Inventory. Gut. Dann gehen wir zu Stage 1. Und zu Point 1. Dieser Albtraum ist sehr geil, als du denkst. Au. So, ich hab nichts gemacht. So, was ist denn das da? Hm. Na toll. Scheiße, der Sprint in 1.6, ne? Fuck. Darauf habe ich gerade überhaupt keinen Bock. Ach, da kann ich noch mal drüber. Na danke. Die aus, wo sind die aus? Ich mach die aus, die aus, die aus, die aus, die aus. Ich möchte dir ja nichts sagen, Feichte, aber. Ne? Tja. Da haben wir ja schon mal einen Fehler. Das ist aber nicht so gut. Tja. Ich gebe mir auch mal ein. Kann man das eigentlich? Nein, natürlich kann man das nicht. Ach, ist ja auch egal. Oh Mann, ich bin so bescheuert. Ich kann das Springen überhaupt nicht mehr, weil ich in der 1.6 bin. Das Springen in der 1.6 ist einfach richtig assi. Weil man einfach einen Block Anlauf braucht fürs Sprinten. So. Aha, nice versteckt. Danke. So, Zurückknopf. Für was brauche ich den Knopf? Ach, egal. Wieso ist da der Zurückknopf? Ich möchte ja nichts sagen, aber hier kann man nichts finden. Oder ist da eine Kiste unter der Kiste? Natürlich. Wer jetzt gedacht, noch ein Button? Wofür brauche ich die Buttons? Ach, egal. Point 3. Noch ein Button? Brauche ich die am Ende irgendwie? Oder? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. So. Komm. Passt. Ah, das war die richtige, wie es aussieht. Dann machen wir jetzt Point 4. Oder? Ja, richtig, Point 4. Habe ich noch den Bogen von... Ja, der Bogen ist noch da. Ah ja, richtig. Point 5. Ach. Toll.
Ein Labyrinth. Na, danke. Ich wette mit dir, du hast das. Ah ja, der Knopf. Wofür brauche ich die Knöpfe? Fuck! Alter, wetten, hier ist auch noch Score und alles versteckt. Alter, ne? Wenn du das gemacht hast, ich bring dich um. Ich hasse es nämlich zutiefst, wenn in einem Labyrinth extra Score versteckt ist. Aber wie es aussieht, nicht. Hast du noch mal Glück gehabt mit deinem Leben? Okay, Point 6. Ja. Ein kleines Jump'n'Run. Was soll denn das sein? Ich möchte nichts sagen, aber. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht bekomme ich hier Score. Das weiß man nicht. Nein, ich bekomme keinen Score. Natürlich nicht. Okay, wieder runter. Okay. Ey. Boah, du hast hier richtige Assi-Sprünge reingepackt, ne? Ich muss hier Anlauf nehmen. Alter. Alter! Scheiße! Ich kann eigentlich Jump'n'Runs ganz gut, aber. Alter! Ich kann Jump'n'Runnen eigentlich gut. Und das wisst ihr auch alle. Wieso hast du denn noch? Ach, ich frag nicht. Das alles ohne Checkpoint ist wirklich. Ja. Tja. Das passiert, wenn man keinen Checkpoint einbaut. Man bekommt einen Rage-Raffi. Yay! Und ich glaube nicht, dass ihr einen Rage-Raffi wollt. Ein RR. Rage-Raffi. RR Rage-Raffi. Geil. Wortspiel. What the fuck? Nein! Scheiße. Fuck off. Pam, pam. Warte, halt. So. Och, komm, jetzt aber ehrlich. Du könntest da einen Checkpoint machen, ja? Das könntest du gerne machen von mir aus. Ich bin ein bisschen ruhig, weil hier halt konzentrieren muss. Auf Spr. Ey, nein, komm. Ach man, ich habe gar kein Inventory Tree. Ah, kein. Too many items. Ich mag das aber jetzt nicht im Chat eingeben. Dafür bin ich zu faul. Nochmal Glück gehabt, dass ich das auf der 1.6 spielen muss. Ich wollte schon wieder cheaten hier. Weil es einfach richtig assi ist, dass du hier kein Checkpoint eingebaut hast. Das ist echt. Und der Regen noch dazu. Mann, oh Mann. So. Pass, pam. Plum. Kabum. What? Das war ja mal wieder so richtig knapp. Oh nein. Oh nein. Jetzt reicht's mir aber langsam. Sorry, Feichter. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Einige Male. Ich bin mir auch sicher, dass der Sprung möglich ist, aber. Ja, da ist er möglich. Ach, was ist denn das für eine Kacke? Bitte.
bitte. Tut mir so scheiße doch nicht an. Mann. Danke. Ein Button. So. So der Knopf. War ich gerade in Point 6? Ich glaube schon Point 7. Ach, verarsch mich doch. Ganz ehrlich, verarsch mich doch. Da bist doch wohl der Moor. Ja, aber das ist eine nice Idee. Wie will ich da bitte rankommen? Darf ich das fragen? Da kommt man nicht ran. Möchte ja nichts gegen sagen, aber man kommt ja nicht ran. Fail, würde ich mal sagen. Sehr gut. Zurückknopf. Point 8. Zurückknopf. Wieder so einen Schalter suchen. Ich öffne nur die unteren Kisten, weil man auch nur die unteren öffnen kann. Was ist das eigentlich? Eine Schalteraufgabe. Ich weiß, du hast es. Ja, ich weiß das. Besser gesagt, du weißt das. Point 9. Finde die Items, sonst kannst du nicht raus. PS, es gibt einen Score. Schön dekoriert. Ja, toll, danke. Alter, verarsch mich doch. Alter, so machen wir es ganz einfach. Okay. Wo muss ich hin? Was ist da oben? Ich schätze einfach mal, ich darf mich darauf bauen. Ich mache mir hier ein eigenes Jump'n'Run draus, natürlich. Zurückknopf. Und Point 10. Oh Gott. Finde Fackeln und setze sie rund um den Spawner. Spiele auf Hard. Ich stelle einfach mal auf Easy, weil ich einfach jetzt keinen Bock habe zu sterben. Fuck. Ich sag's dir. Ich bring dich um, wenn du das noch weiter so scheiße machst, Alter. So. Und Score, natürlich. Das L für Lukas. Ah ja, hab alles absolviert, wie es aussieht. Ach, und jetzt habe ich auch einen Schalter bekommen. Für Stage 2. Ah, okay. Point 11. Ein Riesenlabyrinth. Viel Spaß. Danke. Ich sag's dir, ne? Ich geb mir mal Essen, okay? Ich glaube, das geht in Ordnung. Ja, ich gebe mir mal Pumpkin Pies. Ey! So. Ich esse mal was. Danke sehr. Ach, hi. Ein Lever. Achso, ein Lever. Nee. Ey, keine Leiter. Du solltest vielleicht noch am Ende jeder Stage das Inventory clearen. Also man kann es ja so machen, dass nur bestimmte Items geklärt werden. Slash clear und dann die ID des Items und dann wird das alles aus deinem Inventar geklärt. Das würde ich an deiner Stelle noch machen, weil... Ja, ne? Ansonsten hat man so ein volles Inventar.
Wir sind zurück, bitte. Ist der Zurückknopf im Labyrinth oder war der am Anfang? Scheiße. Ich weiß es nicht mehr. Fuck. Ich glaube, der war am Anfang. Na okay, so riesig ist das Labyrinth dann auch wieder nicht. Das hast geschrieben, Riesenlabyrinth. Ein Riesenlabyrinth ist es auch nicht. So, Zurückknopf. Gut, gut, du bist sehr gut. Ah ja, okay. Okay, die nächsten paar hier sehen wir dann im nächsten Part. Danke fürs Zusehen bis jetzt mal. Ich bin schon gespannt, was der sich noch alles einfallen lassen hat. Bis zum nächsten Part. Tschüss.